So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Skyrim. Jetzt ist es unsere Mission, zur Winterfeste zu reisen, um Gallus verschlüsseltes Tagebuch zu entschlüsseln. Bei einer gewissen Entier. Borg, 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 borg. Ja, mal gucken, was die jetzt zu sagen hat. Wie wir merken, alle Wege führen nach Winterfeste. Scheint wohl ein Ort zu sein, an dem es viel zu erledigen gibt. Wenn man mal eine weise Person benötigt, reist man nach Winterfeste. Das ist wohl so hier. So, und wir sind immer noch in derselben Session wie vorhin. Das heißt, wie man nochmal sich entzaubern lässt, weiß ich gerade nicht. Das muss ich immer noch nachgucken. Och, ich habe auch ein Hühnchen. Sowas kann ich mir bedauerlicherweise nicht merken. Sorry, Leute, aber ich kann nicht alles. That's the problem. So, wo ist End hier? Asso sagt, dass sein Paar sagt, dass die Akademie viele böse Dinge tut. Aber die Magier, die ich gesehen habe, sehen nett aus. Ja, kann ich sonst Ah, das ist End hier. Dann hat sie es endlich gefunden. Habt ihr Gallos Tagebuch? Ein Problem? Lass mal sehen. Ah, das sieht Gallos ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer, als gut für ihn war. Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Könnte das übersetzen? Ich wette, er kann's nicht. Nein, aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Der Hofzauberer von Markarth, Kaltzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Eine kleine Warnung. Kaltzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Markarth. Markarth, Markarth. Ach, Markarth. Oh. Kaltzelmo ist so dickköpfig wie ein Maultier. Seid vorsichtig, wenn Na ihr mit ihm und? sprecht. Es ist unsere Taverne und er nimmt keinen Schaden. Er denkt wohl, dass ihre Anwesenheit ihm schadet. Viele Wenn er Leute etwas wohnen braucht, nicht mehr in Winterfeste, nur, oder? Also habe ich nur noch Asso zum Spiel. Also jetzt wird die Angelegenheit richtig hässlich. Denn wenn's Asso will immer Jagd den Elf Markarth. spielen und ich muss immer der Oh. Elf sein. Oh. Also, das ist aber nicht sehr nice. So, wir können ja schon wieder eine Stufe aufsteigen. Das heißt eigentlich ja nicht, aber ein bisschen Magicka. Vorhin haben wir Schlossknacken genommen. Ich will mal gerade hier beim Schmieden gucken. Wir nehmen hier nämlich eher die zwergische Schmiedekunst. Und damit reisen wir erst einmal, wie immer, ab nach Hause. Denn wir müssen. Nee, 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 nee. Oder? Doch, doch, machen wir. Draußen. Ja, das machen wir. Denn wir müssen jetzt erst einmal ein bisschen Ballast wieder ablassen und uns neu einkleiden. Und dann gucken wir mal, jetzt machen wir mal wieder einen Baustellensprung oder einen Aufgabensprung, denn nö, das machen wir andermal mit diesem Hofzauberer da. Das kann auch ganz lustig werden, ihm da seine Informationen abzulocken. Also, da muss man erstmal. Das kann heftig werden, Leute. Das kann heftig werden. Das verspreche ich euch. Das weiß ich. Das wird es heftig. Das wird richtig heftig. Was machst denn du draußen um diese Uhrzeit? Wollen wir etwas spielen? Sicher. Was wollen wir spielen? Lass uns fangen spielen. Ihr seid dran. Geht weg.
erwischt. Ihr seid zu langsam. Ihr kriegt mich nicht. Oh, bin ich wieder dran. Guck mal, jetzt fange ich die Kleine hier. Ihr habt mich erwischt. Nein. Guck mal, wir tun so, als ob wir wegrennen würden. Nein. Ich hab euch. Komisch, das Kind hier ist mal bei den Haufen rennen. Oh, ihr habt mich. Hey. Yay. Bats, bats. Oh. Aber es ist doch noch nicht mal dunkel. Ja, Papa. Hallo? Wir haben zwar 5 Uhr morgens, aber jetzt geht's nach Hause. Mädel. Ach, wie wird das wohl bloß, wenn wir denn noch einen Sohn haben? Dann ist hier ja... Hol da die Holde los, hä? Na los! Schneller! Okay. Ganz ruhig. So, was wir jetzt machen werden... Wir werden das Haus... Etwas? Ich wohne gerne hier. Der See ist so schön. Das ist aber Höhe. Das war schön zu hören. Ah, es bewundert die meine Rüstung. Ich habe 2 von den Puppen. Okay, cool. Okay, aha. Hier haben wir also unsere ganzen... Aha, aha. Kleidung wollte ich gerade schon sagen. Ringe wollte ich gerade schon sagen, aber das hat ja auch irgendwie nicht ganz so zu stimmen. Okay, gucken wir mal. Bekleidung. Ablegen. Brauche ich gerade nicht, brauche ich auch nicht, brauche ich nicht. Komm, das machen wir später. Das kommt jetzt erstmal hier alles rein. Und Waffen genauso. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, ich brauche gerade wieder alles nicht. Und am Ende wundere ich mich dann, dass ich einen auf die Fresse kriege, aber keine Sorge, Leute. Alles geregelt. Nee, 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 nee. Stroh. Was haben wir hier drin? Ach ja, haben wir aber gerade keins von. Ach ja, hier waren ja Pelze drin, die ich ja wieder rausgenommen habe. Weil alle zurücklassen musste, weil wir dann nicht mehr genug Platz hatten.
Pferdefell. Und noch 6 Ziegenfelle. Meine Güte. So, was haben wir noch? Grundumbaren, das kann weg, Glas kann weg, Goldbarren können weg, der bleibt bei mir. Das hier, 17 Lederstreifen können weg, Nägel können weg. Silberbarren können weg, Stahlbarren können weg, Stroh kann weg. Und die Ziegenhörner können weg. So, jetzt sind wir hoffentlich wieder mal ein bisschen leichter. Ja? Nix. So, wir wollen diese Bude endgültig fertigstellen. Da muss ich jetzt mal gerade hier gucken. Also, jetzt muss man genau gucken, was wir noch benötigen. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge große Geweihe. Ich denke, Felle und Lederstreifen dürfen wir da haben. Wir brauchen auf jeden Fall noch Ziegenhörner und... Okay, Eisenbeschläge können wir selber herstellen. Also gut, große Geweihe und Ziegenhörner. Was haben wir hier? Ein Quecksilberbarren benötigen wir. Und wir benötigen einen mächtigen Seelenstein. Ein großes Geweih und Schlachterfischschuppen. Okay, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ich schätze, wir haben nicht genug Geld, aber wir machen uns trotzdem auf die Reise. Ein mächtiger Seelenstein, oh mein Gott. Vor allem, der muss auch noch gefüllt sein. Wo bekomme ich denn jetzt sowas her? Bah! Ist ja richtig mies. Also, auf nach Drachenfeste. Besuchen wir einerseits den Hofmagier und irgendwelche Krimskramläden und dann eventuell nochmal die Schmiede und fragen nach dem Quecksilberbarren nach. Und grundsätzlich mal Arbeitsmaterialien. Dann müssen wir eventuell noch ein paar Beschläge oder Scharniere machen. Ja, das dann könnten wir eventuell noch gebrauchen. Das könnten wir eventuell noch gebrauchen. Dann können wir auch nämlich diese komischen Werkbänke da entfernen, wenn wir alles hingemacht haben. Und dann könnte ich schon glatt sagen, das Haus ist komplett. Also wenn wir jetzt noch die ganzen Dinger dahin gemacht haben, dann ist das Haus bald komplett. Also wir sind auf dem besten Weg, unser erstes von 3 Häusern fertigzustellen, wie ihr wisst. Ups. Habe ich ja eventuell schon mal erwähnt, es gibt insgesamt 3 Häuser. Ich will mal einfach gerade was spaßeshalber probieren. Oh. Wir schießen zu hoch, gibt's ja gar nicht. Boah, treffe ich den jetzt nicht? Ich hab den von hier nicht getroffen. Oh, peinlich. Schon als Mensch. Ein Bettlerkind. Also zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Ich bin so hungrig. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Warum bettelt ihr? Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen.
Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Ja. Moment, da wäre mir noch ein Platz frei. Ich kann dich doch adoptieren. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Ja, ich habe ein Haus in Falkenring. Oh, schön. Seid ihr sicher? Ja. Ihr werdet euch nichts ausmachen. Mhm. Ganz sicher, Tochter. Ja, danke, Herr. Vater. Ich verspreche, ich werde die beste Tochter der Welt sein. Na, ich hab schon eine. Wir müssen etwas wegen dieser Vampirangriffe unternehmen. Mission erfüllt. Zweites Kind zu Hause. Mit halt eben kein Bub. Aber zwei Mädels ist doch auch ganz heiß. So, jetzt habe ich zwei Töchter. Bin stolzer Papa. Eine Frau würde jetzt noch fehlen, gell? Eine Frau, ja. Dann ist meine Bude voll. Dann haben wir einen Musikmacher. Stimmt, der hämmert da ja immer zu Hause rum. Ja, ich werde dir auf jeden Fall Bescheid geben, keine Sorge. Ich guck mal gerade, ob du irgendwas in deinem privaten Bereich hast, was mich eventuell interessieren könnte. Aber so wie du hier lebst, sieht das nicht danach aus. Immer Bärenpelz. Ich sehe schon, dass ihr ein wählerischer Kunde seid. Vielleicht auch noch ein wohlhabender, hm? Wohlhabend ist ja in dem Falle definierbar. So. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, werf deinen Blick darauf. Schade, ich hätte jetzt wissen wollen, was wäre, wenn er eine Schwester hätte. So, gucken wir mal. Was brauchen wir denn? Das brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir auch nicht. Nee. Stroh habe ich jetzt da. Aber 7 Ziegenhaare, die nehme ich natürlich alle mit hier. Ansonsten war das noch irgendwelche Geweihe, die wir brauchen. Große Geweihe, genau. Vielleicht zählen die ja als Zaubertränke, Essen. Ah, da. Ja, ich weiß, wo ich gucken muss. Für sowas. Aber die Ziegenhörner, die wir benötigen, haben wir jetzt gefunden. Dann fehlen jetzt... Ah, Schlachterfischschuppen finde ich bestimmt auch dort. Ärger oder so? Ich meine, so ein Geweih ist ja eigentlich eher eine Zutat. Und Zutaten finden wir ja gewöhnlich in Arkadios Kupferkessel. Und da finden wir auch hoffentlich unsere Schlachterfischschuppen. Also hier mal zumindest... Kriegt man nicht, oder wie es Futz auch immer heißt. Hier sieht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Habe ich Ataxie? Ich bin nur anfällig für Feuer. Was war's? Das ist eine Karniswurzel. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Nein! Da sind zwei Schlachterfischschuppen. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Gucken wir mal. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Erstmal die Zutaten. Karniswurzel brauche ich leider nicht. Feuersalz 119. Boah. Schlachterfischschuppen, die zwei nehme ich mit. Puh. Aber unter G, wie großes Geweih, finde ich ja bisher nur Glühstaub. Das ist aber nicht gut. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ja, also, ne, ich will ja nicht sagen, aber rein theoretisch, ja, brauche ich ein Heilmittel.
Da ist eine Truhe, die abgeschlossen ist. Das ist interessant. Ich guck mal, ob ich auch von der anderen Seite an die Truhe rankomme. Vielleicht brauchen hartgesottene Nord wie ihr ja gar keine Heilmittel, hm? Wie wäre es mit einem Zaubertrank der Unsichtbarkeit? Voll schwachsinnig die Tür da. Bin ich doch gerade so hintergekommen. Okay. Ach, hier schläft ihr also. Ist ja interessant. Dann weißt du was? Ich will dein Geld und deine Zutaten. Dann warten wir jetzt einfach mal hier so lange, bis du in die Kuhje gehst. Und wenn du morgen aufwachst, dann ja, können wir weiter gucken, ne? Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Okay, die ist gerade da, noch nicht zu Bett gegangen. Ja, 7 Stunden ist ein bisschen zu viel. Erstmal 3. Mal gucken, was dann passiert. Okay. Hier ist die auf jeden Fall nicht mehr. Ah, jetzt liegt sie im Bett. Das ist gut. Ich speichere jetzt einfach mal. Die liegt doch im Bett und ist am Reden. Tue ich gerade. Ups, ah, ein gelbes Mädchen, das nehme ich gerne mit. Ja, nehme ich alle mit. Und ein rotes Mädchenkleid. Ich habe ja 2 Töchter, passt das. Ein Sack. Nein! Wo sind die Schlachterfischschuppen hin? Ach so, das waren die beiden, die ich gekauft habe. Bah, pfui. So, ich glaube, die Folge ist allerdings auch schon wieder ein bisschen dran. Diesmal können wir ja was kürzer machen. Vielen, vielen Dank bisher schon mal fürs Zuschauen, obwohl ich mir gerade am Überlegen. Ach. Obwohl. Ah ne, kommt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Tschüss.